Und mit diesen stimmigen Klängen möchte ich euch wieder zurück zu Stalker Shadow of Chernobyl begrüßen. Ja, wir sind hier in Pripyat, nicht fern vom AKW. Und wir werden uns gleich aufmachen und mal ein bisschen weiter erforschen. Ich denke mal, unsere Kollegen werden leider nicht mitkommen. Die werden hier noch ein bisschen gechillt, um das nicht vorhandene Lagerfeuer sitzen und ein paar Lieder trällern. Oder sich hinlegen und erstmal ein schönes Stück Salami reinhauen. Ja, und wir werden alleine unseres Weges beschreiten. Und hoffen, dass wir noch einige freundliche, bzw. neutrale Wesen begegnen. Ach ja, endlich sind wir wieder zurück in der Welt von Stalker. Ich hab's vermisst und hab auch nicht weitergespielt. Das ist also fast der Spielstand, den wir damals hinterlassen haben. Mit einer kleinen Änderung. Ich habe mich nämlich gleich eingeloggt, beziehungsweise habe den Spielstand geladen. Da waren wir ja hier in der Bushaltestelle, wo ich euch gefragt habe, ob ich das normal machen soll oder nicht. Und ja, die Antwort war, ja, ist eigentlich egal, da die meist sowieso sterben. Was ich auch gut fand, denn habe ich jetzt nicht so viel Ambition, dann nochmal durchzulaufen, obwohl ich es offscreen nochmal gemacht habe, denn ja, ich habe das Inventar mal noch ein bisschen aufgeräumt, habe mir noch hier die Waffe gekrallt und habe mir vor allem Munition besorgt, da wir da wirklich kaum was hatten. Und damit wir auch gerüstet in die Zone, also tief in die Zone hinein können. Hier sehen wir schon ein paar Leichen. Huch, was war das? Ja, hier sehen wir ein paar Leichen, die ich noch nicht untersucht habe. Ah, sind sogar Freunde von der Freiheit. Die Medikits nehmen wir natürlich mit. Mist, der hat keins dabei. Und spontan werde ich jetzt hier mal reingehen. Und hoffen, dass hier nicht allzu viele Feinde liegen. Hier liegen nämlich ein paar Leichen rum, wenn man oben links mal auf die Minikarte guckt. Oder habe ich einen im Augenwinkel gesehen? Dann nehmen wir mal unsere Desert Eagle und hoffen, dass er uns nicht sieht. Da ist er. Haben wir den erwischt? Scheiße, ich glaube nicht. Okay, wir haben ja hier unsere Fäuste. Oh, das habe ich ausgesehen. Die Konsole geöffnet. Wir haben hier unsere Fäuste. Wie hieß die nochmal? Oh, ich muss mich erstmal wieder ein bisschen einspielen. Die Franchise war es. Damit werden wir jetzt mal vorpreschen. Natürlich im Schleichmodus und werden den mal ein bisschen über den Haufen schießen und hoffen, dass von links keiner kommt. Er ist garantiert hier in die. Oh. Oh Gott, bin ich schlecht geworden. Boah, erstmal hier ein. Scheiße, jetzt habe ich außer dem Medikit genommen. So, ich denke, den haben wir jetzt erwischt. Alter, ich habe schon so ewig nicht mehr Stalker gespielt. Eieiei. Okay, der liegt. Da werden wir natürlich schnell nochmal die Leichen hier durchsuchen. Ob die nicht irgendwas Wichtiges haben, der Strahlenkram, so, lasse ich jetzt mal liegen. Davon habe ich ja, glaube ich, 4. Genau. Ja, und weiter geht's. Hat auch bloß ACP-Geschosse dabei. Oder oben ist einer. Mann, 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 hier werden wir denn mal auf unsere SVD, nee, SVC ist es, wechseln. Wo ist denn hin? Da ist er. Ah, ne, er hat uns auch gesehen, aber keine Chance. Gegen uns, so. Ein Snickers, lecker. Ich hoffe, da oben sitzen jetzt nicht so viele rum. Aha. So. Ach, den Weg zum AKW in Tschernobyl finden. Okay. Wir sind also ganz, ganz nah.
Ich hoffe, hier sind nicht allzu viele Feinde. Sieht sehr relativ ruhig aus. Überrascht mich jetzt ein bisschen, dass es hier ja, so ruhig ist und wir müssen eher nach Dorch. Oh, vielleicht hockt er da in den. Boah, jetzt hätte ich das nicht geahnt. Sterb. So. Krass. Oh, hier schießt nur jemand auf uns. Finde ich ja. Oh, von da. Boah, Headshot. Da ist auch einer. Hey. Von links. Was war das? Ein. Ja, ein paar Krabbelspastis. Hey, oh. Oh, fuck. Wir sind. Aua. Aua. Ich kann nicht rennen. Ach du Scheiße. Ich habe eindeutig die falsche Waffe. Lauf, Kollege. Andere Waffe. Schnell. Boah, ist verreckig hier gegen diese Mistviecher oder was? Nein! Nein! Oh! Okay. Ich habe natürlich nicht gespeichert. Ach, Mann. Ja, da kamen auf einmal sechs von diesen Viechern vorbei. Hätte ich auf die Schrotflinte wechseln sollen, aber ja. Hier haben wir noch Hunger. Ich hoffe, es ist nicht so schlimm. Jetzt können wir ein bisschen rushen. Jetzt kennen wir uns ja ein bisschen aus. Zack. Hey. Die Schrotflinte an, mein Freund. Zack. Und hier lang. Dann sprinten wir jetzt mal. Ey, immer laggt das hier ein bisschen. Okay, der hatte, glaube ich, nichts mehr dabei, richtig. So. Wo ist denn unser Freund, Kollege hier? Da ist er. Der stirbt nicht. Boah, drei Ladungen reingehauen. Eine daneben gesammelt, leider. Boah, eine Nährstoffsalami. Lecker. Nehmen wir natürlich mit. Die werden noch schnell untersucht. Ich glaube, der hatte irgendwas. Nee, hat nichts dabei. Schade. Obwohl, Granate nehme ich mal eine mit. So, jetzt auf die SVC wechseln und. Und er wird gerade beschossen von irgendjemandem. Oh, das ist gar kein Feind. Huch. Warum sind hier so viele Freunde? Das sind Freunde. Hallo. Da auf dem Dach war, glaube ich, irgendeiner, oder? Oder haben sie die schon mit? Freund? Wo schießen die? Ach, hier, auf den. Aua. Puh. Einige Granaten. Okay, da war. Okay, den haben sie auch schon erwischt. Sehr gut. Okay, dann können wir ja. Ich werde auf jeden Fall mal die Bison anlegen. Und die XM8. Damit haben wir auf jeden Fall mehr Chancen gegen die Krabbelspastis. Aber ich denke mir, wir werden uns eher Richtung Ziel nähern. Nicht nur ein Toter. Mit Winterrest-Munition. Sehr schön. Alter. Schade, dass die Freunde nicht mitkommen. Tja, so einfach. Wow. Scheiße. So einfach geht das. Ein Schuss, ein Treffer. Ich weiß gar nicht, ob ich hier in das Gebäude rein möchte. Lass ich jetzt mal. Ein Rummel. Wer will mit Riesenrad fahren? Du? Oh fuck. Alter, die verlangsamen. Sterb doch bitte. Alter.
Okay, die verlangsamen wirklich extrem. Man kann sich den kaum noch bewegen. Das finde ich ein bisschen kacke. Freund oder Feind? Einfach mal Feind. Wird nicht auf der Karte angezeigt, also es ist ein Feind. Wo ist er hin? Boah, ich muss unbedingt wieder ein bisschen zielen üben. Okay, die kriegen wir aber. Oha, von rechts. Habe ich was gehört? Hallo? Endlich, ey. Ich dachte, ich treffe ihn gar nicht. Boah. Die haben uns, glaube ich, nicht gesehen, aber waren wir schneller. Auf was schießen die denn bitteschön? Okay, wir gehen mal hier lang. Genau. So will ich das haben. Ein Schuss, ein Treffer. Gehen. Ich würde das Gebäude. Gebäude. Genau, das Gebäude natürlich noch ein bisschen untersuchen. Vielleicht gibt es hier noch irgendwas Interessantes. Hier geht's hoch. Oh. Was machen die da? Was ist das? Da bieten die das an, oder was? Die bewegen sich auch nicht mal. Die sind anscheinend irgendwie in Trance oder so. Und wackeln mit dem Kopf, damit ich die nicht treffen kann. Und von links beschießt mich einer. Glaub ich. Ja, scheiße. Von wo? Bitteschön. Oder hat er nicht mich geschossen? Keine Ahnung. Was der gemacht hat. Vielleicht war er auch hier unten drin. Hier? Oha, puh. Alter Schwede. Er hat mich ja ein bisschen verjagt, der Kollege. Okay, Ninja-Style. Wow. Alter, irgendwer schießt doch hier in meine Richtung auf jeden Fall. Der war es nicht. Schießt immer noch. Keine Ahnung. Ich gucke erstmal, ob die irgendwas dabei hatten. Alter, hier liegen ein paar Artefakte rum. Sehr schön. Oh, hier Schrotmuni nehmen wir natürlich gerne mit. Medikits auch, verwende sowieso. Mineralwasser brauche ich jetzt nicht wirklich. Oh, jetzt habe ich hier, glaube ich, die FMJ 19x9, beziehungsweise 9x19 mitgenommen. Die hatten XMA8. Aber mit den falschen Munitionstypen sollen wir es. Gucken, ob wir die entladen können. Nee. Der hat nicht mal Munition in seiner Waffe. Kein Wunder, ohne Dorn. Kein Wunder, dass die hier nichts gemacht haben. Die waren wirklich so in Trance gewesen. Dass sie einfach nicht gecheckt haben. So, hier finde ich sogar noch ein paar Büchschen. Alter, was ist das denn? Was war denn das? Nein, ich habe Strelox Winterres gefunden. Haha. Geil. Welche Munition braucht die? Soll ich mal anlegen, mal gucken. Scheiße, die gleiche Munition wie unsere SVC. What the hell? What the hell? Haha. Ich hab ne Minigun. Ich hab ne Minigun. Geile Nummer. Was willst du? Oh, wartet, ich muss erstmal speichern.
bin gleich wieder da.